Was ist denn da drüben? Nochmal kurz auf die Karte schauen. So, wir müssen darüber, darüber. Was ist denn das hier? Da waren wir schon. Da müssen wir hin. Ja, dann... Warum eigentlich nicht? Ich hätte jetzt gedacht, dass hier drei Türme sind. Okay. Aber gut, okay. Ich beschwere mich nicht. So, pacen wir zum Turm. Da ist er, der andere Funkturm. Okay, gehen wir zum Turm und holen uns die Daten. Kate, hier ist... Wie weit ist es wohl bis zum Labor, wenn wir seinen Standort eingegrenzt haben? Bei unserem Glück liegt es auf dem Gipfel von Mount Kadar. Ah, eine unerfreuliche und wahrscheinlich zutreffende Vorhersage. Ja. Ja, dann... Ne? Auf zum Turm. Auf zum Atem. Okay, ich sehe schon, wo es da reingeht. Hier gibt es zumindest mal zwei Wege. Willst du es dir ansehen? Ja, das sollten wir. Ah. Ist doch eine Sekundärmission. Ich dachte, das gehört jetzt schon zu unserem Primärziel. Aber okay. Sekundärmission verloren. Sieh mal, bei der Tür. Eine Nachricht. Eine Nachricht an der Tür? Wo? Ah, hier. Was steht denn hier? Lenas Notizen. Hier ist Lena. Falls du mich suchst, dann komm zum anderen Turm. Ich bin dort, um nachzusehen. Ob er vielleicht noch funktioniert. Der hier ist ja offensichtlich mausetot. Nosko ist drin. Verkapselt. Ich habe ihn eingesperrt, damit er keinen Unsinn anrichten kann. Ich bin nicht in der Lage, irgendjemandem zu helfen. Falls ihr es nicht rechtzeitig zu ihm schafft, falls ihr zu spät kommt, scheiße... Seid einfach nicht zu grob mit ihm, ja? Er war ein guter Mann. Das ist von Lina, der Non-Con, die wir gefunden haben. Ihr Freund wurde verkapselt, also hat sie ihn hier eingesperrt. Das heißt? Er ist noch drin. Del, der Sicherheitscode, den wir gefunden haben. Okay. Das ist es. Wir müssen da rein. Okay, geh zur anderen Seite. Wir müssen die Kapsel finden. So, welche Kapsel? Die Kapsel. Alles klar. Snap, hier liegt wieder gut Munition. Scheiße. Oh oh. Das? Gibt's noch mehr? Zu spät. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches. Munition ist schon mal sehr nützlich, wie immer. Ah, hier ein Safe. Check, mach mal wieder Jack, auf. Schaut den Safe. Haha. Ultimatives Upgrade, Sucher. Shockbots verfolgen ihre Ziele und richten doppelten Schaden an. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Hab was gefunden. Ja, sehr gut. Ein modifiziertes Verfolgerteil. Ja, aber immerhin kam was Gutes dabei raus. Jacks Schockwaffe kriegt eine Peilfunktion. Okay, das ist gut. Na, klasse. Gibt's hier noch irgendwelche Sammlersachen oder Komponenten, wenn wir schon hier sind? Ja, hier sind Komponenten. Einer, aber trotzdem. Immerhin. Komponenten gefunden. Gut. Was haben wir denn noch hier in der Nähe? Nichts mehr. Okay, dann okay. Mal wieder raus. Ich will sie zu öffnen. Ja, da haben wir doch für Jack einiges gefunden. Ist doch nicht schlecht. Wir haben alles versucht. Das weißt du, oder? Ja. Ich wünschte nur, wir hätten mehr tun können. Boomshot-Relikt? Denk an all die Non-Con-Dörfer, in denen wir die letzten Monate waren. Die Leute, die du gerettet hast. Du meinst, wir? Nein, du. Die hätten nicht auf mich gehört. Du hast sie überzeugt, der Kur beizutreten. Danke. So,
jetzt ein bisschen im Schnee stapfen hier. Ihr kennt das Prozedere. Wie jedes Mal in sämtliche Ecken gucken. Na bitte, wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir diese Komponenten übersehen. 3 Stück auf einmal, ist doch super. Gut, dann mal zu unserem Hauptziel. Oh, ruckel, ruckel. Warum ruckelt's hier? Okay. So, da ist eine Ecke. Gibt's hier irgendwas in dieser Ecke? Die sieht mir so verdächtig aus. Nein. Okay. Vögel. Immer wenn man denkt, noch kälter geht's nicht. Ich weiß. Wenn das hier vorbei ist, brauche ich Urlaub. Mach dir da mal keine Hoffnung. Tja. Ja, Urlaub, das könnte man gebrauchen. Das wäre jetzt nicht schlecht. Oh. Ah, okay, jetzt müssen wir uns hier wieder durchzwängen. So, ab durch die Mitte. Ah, das Angel, hallo. Und da ist der andere Turm. Schön, dass du vorbeischaust. Scheint in gutem Zustand zu sein. Dann gehen wir mal hin. Ich hoffe, du hattest bisher einen angenehmen Tag. Okay. Ich hatte da eine Frage, bevor wir noch tiefer graben. Hat Reyna je was Verdächtiges getan? Ich meine, woher hatte sie dieses Amulett? Ich habe darüber nachgedacht. Sie hat mir vieles nie erzählt. Dass sie meinen Dad kennenlernte. Warum sie ihre eigene Mutter nicht kannte. Über ihren Vater hat sie nur gesagt, dass er schlecht war. Ja, doch. Bei mir auch alles gut. Eine schwere Kindheit. Aber woher sie kam, ein bisschen streamen, so nebenbei. Sie hatte offenbar etwas zu verbergen. Aber was? Wieso? Tja, ich hoffe, wir finden Antworten für dich. Ja, ich auch. Und nebenbei noch ein bisschen aufnehmen. Wollte hier noch ein Let's Play draus machen. Wie gesagt, das ist alles hier noch ein bisschen Testphase. Stream wie auch Let's Plays. Ist alles noch so ein bisschen, ja, ich sag mal nicht so professionell, aber es wird so langsam. Man kommt langsam rein. Aber ich hoffe, dir gefällt es trotzdem ein bisschen. Und übrigens, Dankeschön für dein Follow. Hab ich gesehen. Ach, das freut mich, wenn ich schon ein bisschen Resonanz kriege. Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Ja, ist alles noch etwas neu. Ja, ich renne jetzt hier ein bisschen verplant durch die Gegend in der Hoffnung, dass ich noch irgendwelche Sachen finde am Rand. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier immer ein paar Umwege mache. Aber das habe ich mir im Laufe der Zeit so angewöhnt bei verschiedenen Spielen. Immer die Ränder abgehen, da liegt meistens noch irgendwas rum. Munition oder irgendwelche Collectibles. Mal gucken. Schwarm voraus. Oh oh. Okay. Reichlich Schwarm auf dünnem Eis. Denkst du, was ich denke? Heißt das jetzt, wir können eine Granate hinschmeißen und die gehen unter? Ja, ich denke, das ist immer das Beste. Einfach die Ränder abgehen, da findet man oft was. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe keine Granaten. Ich kann hier nichts aufs Eis schmeißen. Das ist jetzt doof. Mal gucken, ob Dell uns irgendwas macht. Kann er? Der Uni wird uns nicht kommen sehen. Nee, ich kann mich hier eher weniger in Deckung versetzen. Das heißt, ich muss eigentlich frontal angreifen. Hätte ich jetzt Granaten, hätte ich es probieren können, aber das funktioniert, glaube ich, jetzt gerade nicht. Okay, was hilft mir? Ah, Moment. Ich habe doch hier Jack dabei. Jack kann die doch blitzen.
Ne? Der soll hier die. Lassen wir es krachen! Und jetzt hier auf. Hab sie! Ach, guck an, da sind noch mehr. Problem gelöst. So. Gehen wir. Ach, so schlimm war es jetzt auch nicht. Oh, das Eis knackt. Ja, das mit dem Sound muss ich noch ein bisschen besser einstellen. Ich weiß, das habe ich bei der Aufnahme auch schon festgestellt. Ich versuche mich immer noch ranzutasten. Scharfschütze! So. Irgendwo kreucht hier doch noch einer rum. Ah, hier. Oh, oh. Das hört sich nach Scharfschütze an. Die bereiten wir ab und zu mal vor. Crack out! Na, komm her. Mist. Ja, also nicht wundern. Ich spiel's mit Controller. Ich bin hier nicht so der Ziel-Pro. Hab dich! Aber für die wird's reichen. Hier oben sind mehr von denen, als ich erwartet hatte. Inzwischen rechne ich überall mit ihnen. Du hast vermutlich recht. Gehen wir zum Turm. Ja, also wie gesagt, das mit dem Sound, das muss ich noch ein bisschen in den Griff bekommen. Ich bin noch ein bisschen am Einstellen, von dem her, ich taste mich langsam aber sicher ran. Und ich hoffe, ich krieg's irgendwie noch ein bisschen gebacken, dass ich das mal so gut einstelle, wie bei dem Kai. Ja, also ich finde... Ich helf dir hoch! Ich finde, mit Controller geht es eigentlich ganz gut. Natürlich, ich spiele es auch mit Tastatur, aber ich sag mal, Gears of War oder Gears generell habe ich bisher immer mit Controller gespielt, dann werde ich das ja auch mit Controller spielen. So, dann mal weiter. Du hast mich umgebracht. Du. Mich umgebracht. Was soll das? Sorry, war kurz abgelenkt. Ja, Kai ist Ace in Space. Guck mal da. Genau. Mann, noch ein Kondor. Okay, sehen wir uns das Ding an. Also er hat auch nichts dagegen, denke ich, wenn ich seinen Namen sage. Er hat es jetzt schließlich auch in seine Beschreibung reingeschrieben. Also alles gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, den Overkill wieder. Der ist schon nicht schlecht, aber ich, wie gesagt, ich behalte jetzt erstmal den Longshot und den Lancer. Mit dem renne ich am liebsten rum eigentlich. Und was haben wir hier? Wieder ein Safe. Na dann, Jack, mach mal den Safe auf. Jack, Safe, öffnen. So, endlich Granaten. Und Komponenten, sehr gut. Bringt uns alles was. Das war's dann wohl. Los, wir sollten hier verschwinden. Jo, sollten wir. Aber ich hätte gedacht, wir kommen hier noch zum Funkturm. Das ist doch unsere Primärmission, wenn ich jetzt nicht ganz falsch denke. Mal schauen. Ich hätte mit mehr DBs gerechnet. Vielleicht war der Flieger nicht voll. Oder sie sind losgezogen. Beinahe am Turm. Na los. So. Oh. Schätze, wir haben die Ladung des Kondors gefunden. Ausschalten. Auch noch eine Bastion. Oh, wie weit ich im Spiel bin. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, so ein Drittel bis zur Hälfte.
Oh, der hat ein Schild. Moment. Autsch. Mist, den habe ich nicht gesehen. Was hat er hier eigentlich? Was hat er denn hier? Ach, der hat einen Hilfemove. Oh, oh. Das war jetzt blöd. Deckung hätte ich nicht verlassen sollen. Vielen Dank, Hey. Ah, Fritz, Granaten. Der Schild ist zu stark. Zerstöre die Bastion. Ja. Ich muss das selbst hier, ne? So. Feuer auf die Bastion, Passagier. Ah, Mist. Der versteckt sich hinterm Schild. Das ist nicht so toll. So, jetzt aber. Hat der auch einen schwachen Punkt irgendwo? Eine Granate habe ich noch. Ich sollte vielleicht nicht so verschwenderisch mit den Dingern umgehen. Komme. Ich bin hier da. Komm. Oh. Ja, allerdings. Alles klar, Teich gesichert. Das Problem bei den Dingern ist, die haben ja immer so Schwachstellen. Aber da musst du erstmal richtig drankommen. Ah ja. Wie weit bist du jetzt hier gerade im Spiel? Ja, wenn ich das nur wüsste, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel Prozent oder so ich da schon hab mit der Kampagne. Ich bin mal ganz gespannt. Ich könnte mir denken, so, wie gesagt, ein Drittel oder so. Oder. Ja, nicht ganz. Vielleicht fast die Hälfte. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Hast du auch mal einen Gears gespielt? Also einen von den Gears-Teilen. Es gibt ja jetzt schon 5. So, ich glaube, ich muss hier hoch. Ich meine, der war ja hier oben. Das heißt, ich muss doch bestimmt hier weiter. Ach so, ja, natürlich, hier geht's weiter. Vor lauter Schnee den Weg nicht gesehen. Ah, Judgment war, glaube ich, hier mit Bert. Genau, ich glaube, das habe ich auch gespielt. Damals noch auf der Xbox 360. Das war so ein bisschen das Pre-Sequel dazu, meine ich. Wenn ich jetzt richtig liege. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege. Oh, was ist jetzt? Oh nein, nicht schon wieder ein Aufseher. Noch ein Aufseher! Oh shit, und ich habe keinen Longshot mehr. Jack, Blitz benutzen! Na? Ich muss seinen Helm runterschießen. Ah, schnell weg. So. Ah, wunderbar. Das ging jetzt ganz gut. Ja, alles okay? Naja. Mir ist kalt, ich weiß nicht so recht, wo wir sind und ich bin im Allgemeinen etwas verwirrt darüber, was wir hier tun, aber... Ja, alles okay. Naja, mehr Ahnung würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist wie gesagt nur eine Vermutung. Ich meine, ich habe es mal gespielt, denke ich. Ich vermute, dass es das war. Also,
Ich kann auch falsch liegen, so ist es nicht. So viel mehr Ahnung werde ich nicht haben. Also das Gears 5 hier, das ist das erste Gears seit ewigen Zeiten, wo ich wieder spiele. Ich glaube, das 4er habe ich nicht mal gespielt. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich dachte mir jetzt, das 5er, wieso nicht? Mal wieder ein Shooter. Na gut, finden wir heraus, ob wir mit diesen Türmen Erfolg haben. Mann, ich hoffe echt, dass wir nicht umsonst hergekommen sind. Oh, Alteisen. Da müssen wir uns wieder von hinten anschleichen. Da. Alteisen. Irgendwie finde ich es witzig, dass die das Alteisen nennen. So. Oh, 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 oh. Schnell weg. Nicht zu nah dran. Vielleicht schaffen wir es, die lautlos zu erledigen. Weil wenn die aktiviert werden, rennen die auf einen zu. Und ja, hat man ja vorhin gesehen, so ähnlich. Dann explodieren sie und das tut ganz schön weh. So. Liegt hier noch irgendwas rum? Nein. Okay, dann zurück. Dem laufe ich hier nicht in die Arme. Oh, sind es zwei? Scheint so. Muss ich außen rumgehen. Sonst laufe ich den mitten in die Arme. Geht's hier eigentlich weiter? Müssen wir hier rein? Ja, ich glaube, hier müssen wir rein. Aber ich schaue lieber mal hier abseits der Wege. Ja, das Prozedere ist bekannt, denke ich mal. Du weißt, was ich meine. Immer mal die Wege daneben durchsuchen. Nicht erstmal den normalen Weg, sondern einfach mal. Ja. Oh, oh, ich glaube. Aufgepasst, wir sind aktiv! Ja, okay. Na komm schon! Blitz! Ja, da war ich selber zu gut dafür. Erwischt! Okay, sie sind außer Betrieb. Wie viele DBs hatte der Kondor denn an Bord? Immer eins nach dem anderen. So, Granatlancer. Hm, der ist eigentlich auch nicht schlecht, aber... Nee, ich behalte den normalen. So, dann hier. Jack, kannst du den hier öffnen? Ja, das habe ich gemeint. Der stürmt dann einfach auf uns zu, beziehungsweise die DBs stürmen auf uns zu und dann... Ja. Wenn man nicht gleich reagiert, dann war's das mit uns. Aber das geht. Ups, das war Impuls, das wollte ich nicht. Ja, der Jack, der ist unser kleiner Hilfsroboter, der kann mit seinen Fähigkeiten uns ein bisschen helfen. Das war jetzt der Impuls. Da sieht man eventuell nahegelegene Feinde, so als Umriss. Dann kann er natürlich noch den Blitz, wo ich gerade eben eingesetzt habe. Dann kann er die Gegner vereisen. Da hat man es einfacher, die zu erledigen. Ja, und man kann natürlich noch mehr mit Jack machen, beziehungsweise man kann ihn upgraden. Ich weiß nicht, also hier sieht man es zum Beispiel, er hat hier mehrere Fähigkeiten, passiv. Und diese Komponenten, wo wir hier finden, die können wir benutzen für diese Fähigkeiten zum Beispiel auszurüsten, beziehungsweise upzugraden. Hier zum Beispiel, Schwerlasttransporter kann er uns Waffen holen, schwere Waffen und so weiter. Oder hier den Zapper, wo er an seinem Arm hat, dann kann den kann man stärker machen und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt schon, also wir haben jetzt hier schon wieder 13 Komponenten, aber ich weiß nicht, ich spare mir die momentan noch auf, wobei es eigentlich Quatsch ist, die sich aufzusparen, einfach aufbrauchen. Wir finden, denke ich, noch genug von denen. Also vorhin hatte ich den Zapper aufgerüstet. Dann würde ich gleich, glaube ich, sagen, machen wir das doch einfach mal weiter. Ich habe mit 13 Stück, wir können die kompletten 13 für mehrfach Zapper. Das hört sich doch schon mal gut an. Machen wir einfach mal, oder? Was meinst du, Death Angel? Also, ein bisschen Feuerkraft bzw. Unterstützung ist immer gut, finde ich. So, Bogenbooster. Erhöht die effektive Reichweite des Zappers. Auch nicht schlecht. Ja, genau, aber ne, hört sich gut an. Dann machen wir einfach den mal. So, dann bin ich mal gespannt. Das bringt doch schon mal was. Ja, ein MG würde ich auch dran montieren, wenn es ging. Hilf mir beim Aufmachen.
Tja, zumindest ähnelt er dem anderen Turm. Hier sollte es sein. Ja, verwenden wir die Konsole, wie letztes Mal. Ja, das werden wir sofort tun, aber wir schauen uns erst nochmal um. Ah, na bitte, haben wir doch schon mal was. Da sind doch wieder Komponenten drin. Eine Komponente, wunderbar. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. So. So, ja, bei Ace in Space, das ist schon ein bisschen professioneller aufgezogen als bei mir, aber wie gesagt, ich versuche ja schon mich da ein bisschen zu orientieren, beziehungsweise mir da auch ein paar Anregungen zu holen, wie man es machen kann, auch bei anderen Streamern. Und ich denke, mit der Zeit wird das auch schon. Wie gesagt, das mit dem Sound muss ich noch in den Griff kriegen. Ein kleines Mischpult habe ich ja, aber das ist ja gut, wenn du mir hier so Resonanz gibst, dann kann ich ja da gucken, ob ich da noch ein bisschen was verbessern kann. Aber ich habe selbst schon festgestellt, wenn ich baller und ich rede dabei, dann hört man da gar nichts. Oder kaum irgendwas. So, dann mal los. Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Okay, das ist nicht ideal. Das glaube ich auch. Um den Weg raus kümmern wir uns, wenn wir die Daten haben. So, ich muss jetzt eine Übertragung finden, die zu den anderen Signalen passt. Ah, jetzt dürfen wir hier wieder Signal finden, so wie letztes Mal. Da waren wir überall schon. So, jetzt. Wenn der Controller vibriert, dann weiß ich, dass ich in der Nähe bin. Jetzt mal gucken. Nein, da nicht. So, hier ist irgendwas. So. Ja. Da ist irgendwas. Ist es das denn auch? So, jetzt schauen wir mal, wie war das nochmal? Hier so? Nein. Hier? Jawohl. Nächste. Bis auf den Ton finde. Ja. Das freut mich wenigstens das. Das kriegen wir aber noch hin. Beziehungsweise ich krieg's noch hin. Hoffe ich mal. So. Da, noch ein passendes Signal. Das muss das Labor sein. Das reicht uns, um es zu finden. Ich lasse noch eine Suche laufen, aber ja. Willst du es, Marcus, sagen oder soll ich? Gehen wir zurück zum Skiff. Wir können es ihm unterwegs sagen. Na dann zurück. War hier der Ausgang? Nee, wo war denn der Ausgang? Der war oben, ne? Hm. Letztes Mal im letzten Turm sind wir hier rausgekommen. Kommen wir hier nicht mehr raus? Ach, hier. Jack, brich das Schloss ab. Wenn man blind ist, ne? Das freut mich. Wenigstens das. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Werkstatt? So, was haben wir denn hier? Oh, alles klar. Da haben wir ein Sammlerstück anscheinend. So, okay. Was steht denn da? Was ist denn das? Ich hab hier was. Ein Spektralwandler. Oh, Tarnung. Ich hab eine Idee für Jack. Jack tarnt Truppmitglieder in der Nähe für kurze Zeit. Fern- und Nahkampfangriffe heben den Tarneffekt auf. Im Koop kann nur der Spieler, der Jack steuert, diesen ausrüsten oder upgraden. Hm, nett. Ah, das ist unsere neue Unterstützungsfähigkeit. Auch nicht schlecht. Tarneffekt. Ah, und schon können wir wieder. Hier hat man wieder die Möglichkeit, mehrere Sachen für diese Fähigkeit auszurüsten. Also ich denke, wir brauchen noch einiges an Komponenten. Also immer wenn wir Komponenten finden, immer schön her damit. Da gehen noch einige in Jack rein, würde ich sagen. Oh, ja. Das sind die Türme, die wir aktiviert haben. Beim letzten Turm haben wir die zwar auch aktiviert, aber die waren vereist. Da hatten wir Glück. Ob ich mit der Longshot irgendwas ausrichten hier durchkommen? Kann? Das wird nicht klappen. Entweder rennen wir komplett durch oder wir schießen die Dinger kaputt. Finden Sie einen Weg? Ja, muss ich jetzt hier vorbei oder kann ich die auch kaputt schießen? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Wir probieren es einfach mal. Oder? Was meinst du? Soll ich mal oder soll ich einfach durchrennen?
Just do it. Alles klar. Machen wir, ne? Ich glaube, das hat nicht so funktioniert, wie gedacht. Vielleicht hier oben, am Gelenk? Nee, Fehlanzeige. Ich glaube, wir müssen rausrennen. Granaten habe ich mal wieder keine, ne? Also hätte ich eine Granate mal hingeschmissen, aber ne. So viel zum Thema. Ich muss mit dem Ding, mit den Dingen etwas sparsamer umgehen. Liegt denn hier noch was rum? Nee. Okay, auf drei, ne? Drei! Oh shit. Alles klar, das. Ja. Okay, das war mal ein Epic Fail. Was zur Hölle ist das? Deine Werkstatt? Ja. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab hier was. Ein Spektralwandler. Ich habe eine Idee für Jack. Ja. Haben wir schon gesehen? Alles klar. Ach ja, alles klar. Ich weiß, wie der Hase läuft. Wir müssen uns tarnen. Warum sonst kriegen wir diese Fähigkeit? So, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Hier, Tarnung, ne? Sieh mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Genau. Der Gedanke ist mir gerade eben auch gekommen. So. Tarnung, ja, los. Dann los. Ne. Alles klar. Ein Problem weniger. Ah, das ist ja cool. Dann komm, zurück zum Skiff. Das gefällt mir ganz gut. Ja, ne, also kriegt man eine neue Fähigkeit und rennt gleich in sein Verderben. Das hätte man sich sparen können. Musik wird lauter. Das heißt, Gegner in der Nähe. Wir können es ja mal probieren, die Gegner zu umgehen. Aber ich glaube, da reicht die Tarnung nicht aus von der Zeit.